Am Mittwochabend gegen 17 Uhr kam es in einem Chemiewerk in Bad Tölz zu einem Brand. Mit einem Großaufgebot aus rund 100 Feuerwehrmännern aus Bad Tölz und 6 weiteren umliegenden Gemeinden musste unter schwierigen Bedingungen zunächst die Brandursache festgestellt werden. Beim ersten Eintreffen hat sich herausgestellt, dass es kein eigentlicher Chemiebrand ist, sondern ein Dachstuhlbrand. Im weiteren Einsatzverlauf wurde dann festgestellt, dass der Einsatz sich vermutlich aus einer Verpuffung einer Ölheizung entwickelt hat. Der Dachstuhl hat einen Vollbrand gezeigt. Erschwerend kam hinzu, dass das Ganze über einer Lagerhalle war, der Dachstuhl, und in der Lagerhalle in Hochregallagern Silikonöl gelagert ist. Das Silikonöl selber ist brennbar und das Problem ist auch mit dem Schaummittel, deshalb alkoholbeständiges Schaummittel, weil bei Kontakt mit normalem Schaummittel würde dieses zusammenfallen.